Hey Freunde, Eddie hier von Filmbazaar. In Sterben navigiert Regisseur Matthias Glasner durch das komplexe Terrain der menschlichen Existenz, angesiedelt an der Schnittstelle zwischen Leben und Tod. Der Film, der am 25. April 2024 seine Premiere feiert, ist eine meditative Betrachtung über das Ende des Lebens, die familialen Bande, die uns formen und die unausweichliche Suche nach Bedeutung in unserem Sein. Glasner präsentiert uns eine Familie, die durch die Annäherung des Todes wieder zusammengeführt wird. Ein Motiv, das sowohl universell als auch tiefgreifend persönlich resoniert. In Sterben werden wir in das Leben der Familie Loonies eingeführt, die sich erst wiederfindet, als der Tod droht. Der Film, eine emotionale Achterbahnfahrt, verwebt die Geschichten von Tod, Leben und den zerrütteten Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern. Im Zentrum steht Tom Loonies, ein Dirigent, der sich mit dem nahenden Tod seines dementen Vaters, seiner sterbenden Mutter und seiner rebellischen Schwester auseinandersetzen muss, während er selbst versucht, seinen Platz im Leben zu finden. Die Besetzung, angeführt von Lars Eidinger, Corinna Harfouch und Lilith Stangenberg, liefert durchweg nuancierte Darbietungen, die das emotionale Gewicht ihrer jeweiligen Schicksale einfangen. Eidinger als Dirigent Tom Loonies zeigt eine beeindruckende Bandbreite, die von Verletzlichkeit bis hin zu einer fast rohen Intensität reicht. Harfouch als matriarchalische Figur verwebt eine Schicht aus Resilienz und Resignation, die ihre Figur mit einer außerordentlichen Tiefe versieht. Stangenberg in der Rolle der rebellischen Tochter Ellen bringt eine lebendige, fast feurige Präsenz ein, die den Film mit unvorhersehbarer Energie auflädt. Glasners Regie ist bemerkenswert in ihrer Fähigkeit, die zarte Linie zwischen dem Brutalen und dem Schönen zu balancieren. Sein filmisches Erzählen, das sich durch eine ruhige, fast meditative Kameraführung von Jakub Bejnarowicz auszeichnet, erlaubt dem Publikum, tief in die innere Welt der Charaktere einzutauchen. Die visuelle Sprache des Films, die durch die malerischen, aber oft trostlosen Landschaften verstärkt wird, dient als Spiegel für die emotionale Verwüstung und die gelegentliche Erhabenheit, die in den zwischenmenschlichen Beziehungen zu finden ist. Die Musik von Lorenz Dangl bietet einen subtilen, aber kraftvollen Kontrapunkt zur visuellen Erzählung, der die emotionalen Untertöne der Geschichte unterstreicht und verstärkt. Gleichzeitig fängt das Szenenbild von Tamo Kunz effektiv die Stimmung der verschiedenen Umgebungen ein, von der Kargheit des Heims bis hin zu den sporadischen Momenten der Wärme und Intimität. Sterben ist ein Film, der es wagt, in die Abgründe der menschlichen Psyche zu blicken und dabei die Schönheit im Schmerz, die Poesie im Verfall und die Hoffnung in der Verzweiflung findet. Glasners Werk ist nicht nur eine Erkundung des Todes, sondern vielmehr ein leidenschaftliches Plädoyer für das Leben mit all seinen Imperfektionen, seinem Chaos und seiner Schönheit. Das Publikum wird eingeladen, sich am 25. April 2024 auf diese tiefgreifende Reise zu begeben, die nicht nur eine Reflexion über das Ende, sondern auch eine Feier des Lebens und seiner unzähligen, komplexen Facetten ist. Sterben steht damit als ein kraftvolles Zeugnis für die Fähigkeit des Kinos, die essentiellsten Fragen unserer Existenz zu erforschen und uns dabei zu helfen, das Unaussprechliche zu artikulieren und vielleicht sogar zu verstehen. Markiert den 25. April 2024 in euren Kalendern für den Kinostart von Sterben, einem bewegenden Film, der die unvermeidliche Konfrontation mit dem Tod und die unausweichliche Auseinandersetzung mit dem Leben thematisiert. Lasst euch diese tiefgründige Erzählung über Familie, Verlust und Versöhnung nicht entgehen. Wir sehen uns im Kino.